auch für unser Zwerg Simon den Jason. Geschehen? Diese Zwerg-Zebus, man nennt sie auch Buckelrind. Gleich im Vorbeigehen wird man sehen oder erahnen können, warum denn noch Buckelrind dazu kommt. Nämlich hier auf seinen Schultern hier, da hat er, da hat er so diesen Höcker, diesen Buckel, das gab ihm eben den Beinamen und seinen Verwandten Buckelrind. Wir nennen diesen Buckel gerne Anhängerkupplung. Ist ganz praktisch wegen diesem Anhänger. Auch heute noch beispielsweise in ihrer indischen Heimat, dort wo sie ursprünglich herkommen, diese kleinen Zwergrinder, werden sie zu verschiedenen Haus- und Feldarbeiten herangezogen. Der Jason demonstriert das hier bloß im Kleinen, wie das aussehen kann. Beim Fahren zum Markte, da helfen sie den Händlern einfach mal die großen oder kleinen Karren dort eben hinzuziehen und wieder zurück. Und sie werden auch als heilige Tiere immer noch verehrt von den Indern. Man merkt das hier beim Jason, der weiß, dass er ein bisschen heilig ist, der bockt so ein bisschen beim Arbeiten. Alles andere geht ganz locker und leicht. Und an dieser Stelle danken wir unserer heiligen Kuh fürs Ziehen des Karrens. Jawohl, und diesen Applaus auch extra für dich. Ja, tatsächlich heilige Rinder bei den Indern. Es ist bei Strafe verboten, den Tieren dort auch nur ein Haar zu krümmen. Das sehen die auch ganz genau. Und deswegen darf sich so eine Kuh wie Jason oder seine Verwandten dort in Indien es einfach erlauben, den dicken Straßenverkehr in einer indischen Großstadt zu blockieren. Die Autos bleiben stehen oder fahren direkt dort rum, wenn es geht. Oder warten, bis die Kuh weitergeht. Und der Jason, weil er so klein gezüchtet wurde, gehört ja mit zu den kleinsten Hausrinderrassen, die es gibt. Macht er sich fürs Publikum etwas größer, damit er auch da hinten gesehen wird. Jawohl. Hast du dir auch gleich jemanden ausgeguckt? Komm nochmal hoch, bitte. Das ging ein bisschen zu schnell. Schau mal, den wir jetzt brauchen werden. Guck mal in die Reihe rum. Vielleicht finden wir jemanden. Der Jason sucht nämlich jemanden, dem man Küsschen geben kann. Das ist der beste Küsser von Magdeburg. Annalena. Felix, gibst du mir mal bitte kleinen Pellets? Ich habe jetzt gerade was vergessen, ja? Aber das mit den Küssen, habe ich gesagt, dass du das mit Zunge machst? Ja, das wäre nicht so schön, das wäre wie Waschmaschine im Schleuder Vollgang, dann bist du da total durch. Warte, wir machen was anderes mal. Mein Felix hier, der Kollege, der ist so nett, ist auch mein Bereichsleiter, mein Chef. Riesenapplaus hier, Dankeschön. Pass mal auf, das mit den Küssen lassen wir, wie gesagt, lieber. Du gibst ihm mal aus deiner flachen Hand schön was hier ins Maul. Der leckert dir das von der Hand. Der ist nämlich gleichzeitig auch Sabbernkönig. Richtig schön. Hand schön voll? Nee, noch nicht voll genug. Komm, Jason, gib dir mal Mühe mit dem Sabber. So, jetzt ist schön vollgesabbert die Hand. Jetzt weißt du auch, warum wir das mit den Küssen nicht machen. Machst du so am Rock und an der Bluse und an der Jacke. Ja, die Mama freut sich, kann wieder waschen. Ja, voll. Dankeschön erstmal an der Stelle. Riesenapplaus hier für dich und auch für den Jason. Jawohl. Und für diesen tollen Applaus wird sich unsere heilige Kuh hier einfach mal beim Publikum schon mal vorweg bedanken. Nicht nur die Kuh macht Mu, Jason. Auch ich mache sogar mit. Publikum, Dankeschön, Jason. Jetzt wartet hier noch. Verlierst dein Kugellager? Ja, passiert. Ne? Was vorne reingeht, kommt irgendwann hinten wieder raus. Dankeschön, Jason. Du schießt damit nicht alles voll. Jetzt musst du noch mal aufs Klo. Was? Ja, ich bin mal tierpflegermäßig und schieb das mal beiseite, damit wir nicht mal reintreten. Dankeschön an den Jason hier. Der ist